Ja, Vektoren in R hoch n, also im n-dimensionalen reellen Raum, sind Objekte, wo n verschiedene, nicht unbedingt verschiedene, aber an verschiedenen Stellen Zahlenwerte der reellen Zahlen in ein Objekt zusammengefasst werden. Also ich beginne vielleicht im Beispiel n ist gleich 2, also wenn wir zwei Zahlenwerte zusammenfassen, also wir stellen zum Beispiel hier die Zahlen 2 und 3 zusammen. Üblicherweise stellt man sie untereinander, also eine erste Stelle und eine zweite Stelle, zu einem Vektor zusammen. Es können aber nicht nur zwei Werte sein, sondern eben 3, 4, 5 oder beliebig viele, endlich viele Werte. Also dann bekommt man einen Vektor dann im R hoch n. Also denkt man zum Beispiel an den Kontostand im Jänner, Februar, März und so weiter, da hat man dann einen 12-dimensionalen Vektor und kann damit verschiedenste Informationen in ein Objekt zusammenfassen. Geometrisch kann man einen Vektor durch einen Pfeil darstellen. Also zum Beispiel den Vektor 2, 3 stellt man durch einen Pfeil dar, der sozusagen im Ursprung beginnt des Koordinatensystems. Da ist der Schaft und die Spitze ist dann im Punkt mit den Koordinaten 2, 3. Also das ist dann der Punkt 2, 3. Aber der Vektor selbst ist dieses Objekt. Man kann das jetzt verschieden deuten. Also man kann das auch als, sozusagen als Verschiebung deuten, also als eine Bewegung, die durch diesen Vektor ausgeführt wird. Das ist auch eine, sozusagen ein bisschen dynamisch oder eben geometrisch als Richtung. Oder einfach nur als Zusammenfassung dieser beiden Zahlenwerte, 2 und 3, repräsentiert durch diesen Punkt. Also manchmal wird ein Vektor auch mit einem Punkt identifiziert. Aber das Bild mit einem Pfeil, das hat auch seine Vorteile, wenn wir das auch nützen. Es ist ein sehr angenehmes, schönes, geometrisches Bild. Wir werden Vektoren auch üblicherweise mit Buchstaben bezeichnen, damit wir sie irgendwie kennzeichnen, werden wir sie unterstreichen. Also dieser Vektor A wäre so der Vektor 2, 3, also das ist der Vektor A hier. Nun kann man natürlich auch andere Vektoren betrachten, also zum Beispiel den Vektor B mit den Koordinaten 5 und 1, also das wäre dann dieser Vektor hier. Und die Frage ist, was kann man mit Vektoren alles machen? Und es gibt zwei grundlegende Operationen mit Vektoren. Und das eine ist die Addition. Also wir haben einmal die Summe von zwei Vektoren A plus B. Also das ist die eine elementare Operation, die man bei Vektoren jedenfalls zur Verfügung hat. Und wie passiert das? Ja, der Vektor 2, 3 wird addiert mit dem Vektor 5, 1. Und da addiert man einfach komponentenweise, also 2 plus 5 ist 7 und 3 plus 1 ist 4. Man kann das natürlich auch für die Anwendungen deuten, also man hat zum Beispiel die Kontostände des einen Jahres oder der ersten Person und den Kontostand einer zweiten Person und dann addiert man und bekommt die Kontostände, die Summe der Kontostände oder das, wenn man so will, das Geld, was gemeinsam verfügbar ist von den beiden Personen im Jänner, Februar, März etc. Also das kann natürlich auch entsprechend bei den Anwendungen so gedeutet werden und ist durchaus vernünftig, dass man das komponentenweise macht. Natürlich hat das geometrisch auch eine Bedeutung, die Addition mit diesem Konzept, dass man eben komponentenweise addiert, entspricht geometrisch der Parallelogrammregel, also dass man hier aus diesen beiden Vektoren geometrisch ein Parallelogramm bildet und die Diagonale dieses Parallelogramms ist dann nichts anderes als die Entsprechung des Summenvektors, also wieder Schaft und Spitze. Dass das eben zusammenpasst mit dieser Definition ist klar, indem man hier entsprechend projiziert in die x-Koordinate und y-Koordinate und erkennt, dass das natürlich hier die Summe ist, also dass hier das summiert wird und entsprechend in der y-Koordinate oder in der zweiten Koordinate. Das ist die erste grundlegende Operation, dass man Vektoren addieren kann. Die zweite grundlegende Operation ist die Skalierung. Also ich kann zu einem Vektor das Lambda-fache
eines Vektors bilden. Also zum Beispiel, ich skaliere mit dem Faktor 2, also wenn ich den Vektor 2, 3 doppelt nehmen möchte, dann werde ich einfach hier die beiden Koordinaten mit dem Faktor 2 multiplizieren. Was bedeutet das geometrisch? Geometrisch bedeutet das, dass ich sozusagen den Vektor hier noch einmal auftrage. Also ich bekomme hier in dieser Richtung dann hier den Vektor 2 mal a. Und wenn man das für beliebige Vielfache macht, und diese Vielfachen können jetzt nicht nur positiv, sondern auch negativ sein, dann erhalte ich alle Vektoren, die sozusagen auf dieser Geraden liegen, also Schaft im Ursprung und Spitze auf dieser Geraden, und zwar nicht nur in die positive Richtung, sondern auch in die negative Richtung. Also ich könnte auch zum Beispiel minus 3 mal den Vektor 2, 3 betrachten, dann ist das der Vektor mit den Koordinaten minus 6 und minus 9. Und Lambda ist eben eine beliebige reelle Zahl. Also es könnte zum Beispiel auch ein halb sein, also ein halb mal den Vektor 2, 3 ist nichts anderes als der Vektor 1 und 3 halbe. Und ein Spezialfall ist auch wichtig, nämlich der Fall minus 1 mal der Vektor. Der hat dann einfach die negativen Koordinaten, minus 2 und minus 3. Das heißt, alle Koordinaten werden mit minus 1 multipliziert. Und dieser Vektor ist dann auch der, wenn man so, der negative Vektor minus a, der zeigt einfach in die andere Richtung. Wir werden auf das noch zurückkommen. Gut, also wir haben Objekte im R hoch 2 oder im Allgemeinen im R hoch n. Wir können dann zwei grundlegende Operationen durchführen, eine Addition und eine Skalierung mit einem reellen sogenannten Skalar. Diese Addition und diese Skalierung, die haben gewisse Rechenregeln. Ich habe die hier schon aufgelistet. Also es gibt da die verschiedensten Gesetze, die wir alle kennen, also beispielsweise das Assoziativgesetz, also diese Vektoraddition muss assoziativ sein. Einen Vektor habe ich noch vergessen zu erwähnen, das ist der Nullvektor. Natürlich gibt es auch einen Vektor, wo beide Einträge 0 sind. Den werden wir einfach 0 unterstrichen bezeichnen und der hat nur die Einträge 0, 0. Das ist der Nullvektor. Und der hat natürlich die Eigenschaft, dass er bei der Addition nichts tut, also das neutrale Element ist, also a plus 0 ist 0 plus a, ist der Vektor a. Und dann haben wir den Vektor minus a gesehen, also das ist der Vektor minus a ist nichts anderes als der Vektor, wo wir mit dem Lambda gleich minus 1 hier multiplizieren, da bekommen wir minus a, also der Vektor minus a oder der negative Vektor ist minus 1 mal a. Der hat natürlich die Eigenschaft des additiv-inversen Elementes, also wenn wir a und minus a addieren, erhalten wir eben diesen Nullvektor. Also wenn ich a und minus a addiere, erhalte ich resultierend den Nullvektor. Ja, in der Physik würde man hier von Kräfteparallelogrammen sprechen, also das ist das a plus b ist sozusagen die resultierende Kraft. Und wenn man die Kraft a in die eine Richtung und minus a in die andere Richtung hat, dann heben die einander auf und das entspricht genau dieser Beziehung. Und es gilt das Kommutativgesetz. Also zusammengefasst haben wir hier eine kommutative Gruppe bei der Addition. Es gibt aber auch Rechenregeln mit der Skalierung. Und die ersten beiden Rechenregeln, die erinnern ein bisschen an das Distributivgesetz. Also wenn ich sozusagen zwei Vektoren addiere und dann skaliere, soll dasselbe rauskommen, als würde ich sie erst skalieren und dann addieren. Das heißt, skalieren bedeutet im Wesentlichen, ich strecke oder stauche das Bild. Das heißt, wenn ich das Parallelogramm entsprechend strecke oder stauche, soll eben das dieselbe Struktur haben und das ist nichts anderes als das Distributivgesetz hier. Und es gibt ein zweites Distributivgesetz, also wenn ich sozusagen um Lambda und μ denselben Vektor skaliere, also wenn ich ihn zweimal und dreimal sozusagen mit multipliziere, also zweimal a und dreimal a betrachte, dann soll die Summe von zweimal a und dreimal a nichts anderes sein als fünfmal a.
Und dann gibt es ein ähnliches Gesetz, wenn man sozusagen erst mit 2 skaliert und dann mit 3, dann soll die resultierende Skalierung einfach 6 mal a sein. Also ich skaliere erst mit 2, dann mit 3 und dann sollte ich dasselbe erhalten wie 6 mal auf einmal. Diese Punkte hier sind verschiedene Punkte, denn das ist die Multiplikation in den reellen Zahlen und das ist die Skalierung des Vektors, wogegen auf dieser Seite hier zweimal die Skalierungspunkte hier auftreten. Man verwendet aber trotzdem hier dasselbe Symbol Punkto, weil eben dieses Gesetz gilt und es sonst sehr mühsam wäre, hier verschiedene Symbole einzuführen. Und eine wichtige Eigenschaft, auf die man nicht vergessen kann, darf, ist die Eigenschaft der Skalierung um den Faktor 1. Also wenn ich einmal einen Vektor betrachte, dann soll das nichts anderes als der Vektor selbst sein, damit das Ganze konsistent ist. Also diese Rechenregeln haben wir hier natürlich erfüllt. Das kann man sofort nachrechnen im Zweidimensionalen, aber nicht nur im Zweidimensionalen, sondern auch im Endimensionalen. Aber das sind auch die Eigenschaften, die man jetzt allgemein fordert, um einen Vektorraum zu definieren. Also, was ist ein reeller Vektorraum? Ja, wir haben da eine Menge von Vektoren. Und wir haben eine Addition, die wir mit Plus, also eine Operation, die wir mit Addition und mit Plus bezeichnen. Und dann haben wir einen sogenannten Skalarkörper. In unserem Fall sind das eben die reellen Zahlen. Man könnte aber auch mit anderen Körpern arbeiten, wie zum Beispiel mit den rationalen Zahlen oder komplexen Zahlen. Und da haben wir eben eine Skalierung. Das heißt, wir können jeden Vektor um einen reellen Faktor skalieren. Okay, also das brauchen wir für einen Vektorraum. Und dann haben wir noch die Rechenregeln. Eben diese Rechenregeln hier, die ich aufgelistet habe. Wenn wir also eine Menge von Vektoren haben und die reellen Zahlen, wo eben diese Operationen definiert sind und diese Rechenregeln erfüllt sind, die hier aufgelistet sind, dann spricht man von einem reellen Vektorraum. Naja, was sind Beispiele dafür? Also die Beispiele, die ich schon angegeben habe, sind klar, also das R hoch N, also die, wenn man n-dimensionale Vektoren betrachtet, also nicht nur zweidimensionale Vektoren, dann ist das ein reeller Vektorraum. Die Addition funktioniert, wie gesagt, so, dass wenn ich also hier zwei n-dimensionale Vektoren betrachte, also Vektoren mit n-Eintragungen, dann kann ich hier entsprechend addieren, dass ich komponentenweise die Summe bilde. Und skalieren geht ganz ähnlich, also man skaliert einfach jede Komponente um denselben Faktor Lambda. Diese Rechenregeln sind dann erfüllt, das kann man sehr leicht nachrechnen. Ich möchte das jetzt nicht im Einzelnen tun, aber hier passiert nicht viel, weil das immer auf die Komponenten zurückgespielt wird und alle Rechenregeln, die hier gefordert sind, sind nichts anderes als Rechenregeln, die in den reellen Zahlen gelten. Und das sind eben das Assoziativgesetz und so weiter, Distributivgesetz, ja, auch assoziativ das Gesetz der Multiplikation. Also alles reduziert sich auf die Rechenregeln in den reellen Zahlen. Aber es gibt auch andere Beispiele. Ein anderes Beispiel, was auch ein Vektorraum ist, ist nämlich folgendes, dass ich einen Vektor aus dem R hoch n hernehme und jetzt einfach die Menge aller Vielfachen betrachte. Also ich betrachte μ mal a, wo μ über alle reellen Zahlen läuft. Das heißt, ich betrachte einen Vektor a und multipliziere ihn mit allen möglichen Faktoren, dann erhalte ich, wie ich vorher schon erwähnt habe, alle Vektoren, wo die Spitze auf dieser G
Geraden liegt, also die Gerade, die von diesem Vektor sozusagen aufgespannt wird. Also ich bekomme hier einfach ja, eine Gerade. Die Gerade geht durch den Ursprung. Naja, das heißt, ich nehme nur Vielfache von Vektoren, von einem Vektor. Und jetzt kann man natürlich zwei Vektoren dieser Art addieren. Also wenn ich zum Beispiel μ1 mal a betrachte und einen zweiten Vektor dieser Form, also μ2 mal a, dann erhalte ich wegen dieser Rechenregel, hier die Gestalt μ1 plus μ2 mal a. Und das ist natürlich dann wieder ein Vektor dieser Form, das heißt ein Vielfaches des Vektors a. Und die Rechenregeln sind natürlich erfüllt. Und natürlich, auch wenn ich einen Vektor dieser Form mit einem Skalar multipliziere, erhalte ich wegen dieser Regel hier auch wieder ein Vielfaches des Vektors a. Und die Rechenregeln sind auf jeden Fall erfüllt, weil sie im ganzen Raum erfüllt sind. Also das, man sieht, also man kann nicht nur den R hoch n als Vektorraum betrachten, sondern man erhält auch andere Strukturen, also zum Beispiel die Vielfachen eines Vektors als sozusagen Vektorraum, also wo wir uneingeschränkt addieren und skalieren können und natürlich alle Rechenregeln erfüllt sind. Das, was wir hier mit einem Vektor gemacht haben, können wir auch mit zwei Vektoren machen. Also ich betrachte jetzt zwei Vektoren, nehmen wir a, b aus dem R hoch n und betrachte jetzt die Menge aller Vektoren dieser Bauart. μ1 mal a plus μ2 mal b, wo μ1 und μ2 alle möglichen reellen Zahlen durchlaufen. Ja, ähnlich wie hier oben können wir sofort nachrechnen, dass auf dieser Struktur natürlich die Addition sinnvoll definiert ist, also nicht nur sinnvoll definiert, dass wir immer wieder in dieser Menge bleiben, wenn wir zwei Vektoren dieser Form addieren und natürlich, wenn wir skalieren, wegen dieser Eigenschaft hier bleiben wir natürlich auch in diesem Raum. Also die Eigenschaften sind wirklich wichtig und das sind genau die richtigen. Ja, was bedeutet das? Ich betrachte zwei Vektoren a, b. Also schauen wir uns das vielleicht geometrisch an. Also ich habe zwei Vektoren a, b und betrachte jetzt alle möglichen Vielfachen von a, die liegen hier auf dieser Geraden, alle Vielfachen von b, die liegen auf dieser Geraden, und dann betrachte ich alle möglichen Summen. Also ich nehme also zum Beispiel ein Vielfaches von a von hier, ein anderes Vielfaches von b und dann die Summe. Dann erhalte ich, wenn ich das Parallelogramm betrachte, hier einen Vektor, der so die Spitze hier hat. Und das kann ich jetzt hier entsprechend verschieben. Also ich kann hier alle Vielfachen von a und alle anderen Vielfachen von b betrachten, die Summe. Und wenn man sich das kurz überlegt, sieht man, dass das nichts anderes ist als die Ebene, die von a und b aufgespannt wird. Ja, also auch solche Objekte, also wie Gerade, das ist eben eine Gerade, das hier ist eine Ebene und so weiter, diese Objekte sind auch Vektorräume. Also es reicht nicht nur aus, Vektorräume, die gesamten Vektorräume zu betrachten, man findet im R hoch n auch Teile oder Teilstrukturen, die auch Vektorräume sind. Und ein Beispiel sollte man auf gar keinen Fall vergessen, das ist der Vektorraum, der nur aus dem Nullvektor besteht. Ja, das ist natürlich ein Spezialfall von dem hier, wo wenn a der Nullvektor ist, dann sind die Vielfachen des Nullvektors auch der Nullvektor. Aber der Nullvektor allein, der bildet auch einen Vektorraum. Das ist natürlich jetzt nicht sehr spannend, aber er erfüllt auch alle Eigenschaften eines Vektorraums.